Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Kunst Matt. Wir befinden uns heute im Skulpturengarten des österreichischen Künstlers Wolfgang Flatz, hoch über den Dächern von München, Heaven 7. Und wir werden mit Wolfgang Flatz, der Aktionskünstler ist, der Bühnenbildner ist, Musiker, Schauspieler und Komponist, ein Gespräch führen über Kunst, Leben und vor allem über sein Werk. Ja, Wolfgang, ich habe hier einen Katalog in den Händen, so nicht, Herr Brunner. Ja, Genese einer sozialen Skulptur, das ist ja nicht nur ein Kunstprojekt gewesen, sondern ein Projekt, das darüber hinaus auch national, eigentlich über die Grenzen hinaus, Debatten ausgelöst hat, insbesondere über die Frage von Gebäudespekulationen, Mietwucher und ähnlichem mehr. Und du hast dich hier ja glaube ich auch in einer Art persönlichen Kampf, geht es um dein Atelier und vielleicht könntest du da ein bisschen was dazu sagen. Ja? Und auch zur Frage sozusagen, wie hier Politik letztlich, Wohnungspolitik mit einer sozialen Skulptur im Zusammenhang steht. Das begann ganz einfach. Ich habe ein Atelier auf der Praterinsel in München. Das ist der beste Ort, den man in München überhaupt haben kann. Die einzige Insel, die bebaut ist, sonst sind nur Museen drauf. Ich bin der Einzige, der dort wohnt, aber schon seit 1987. In der Zeit hat die Immobilie, die eine als der wertvollsten Privatimmobilien Deutschlands gilt, weil sie auf einer Insel ist, an der teuersten Straße in München, an der Maximilianstraße, bla bla bla. Dreimal in den mehr als 30 Jahren hat der Besitzer gewechselt, der letzte Besitzer. Ein Immobilienhai, das waren die drei davor auch, aber die haben sie ein bisschen subtiler angestellt. Der erste war, ich gehe mal mit Namen auch um, der erste hieß Dieter Bock, der war sehr kunstaffin, der hat die Künstler auf die Insel geholt. Das war ursprünglich mal die größte Likörfabrik Deutschlands. Riemerschmidt aus der berühmten Familie der Riemerschmidts, auch der Holzschnitzer Riemerschmidts. Und der Architekten, die sind in die Peripherie gezogen, das ist die Immobilie, als Industriebrache eigentlich, muss man sagen, verkauft worden. Und da bist du damals reingegangen auch? Da bin ich 87 reingegangen und habe 30 andere Künstler mitgezogen. Wie gesagt, die Immobilie wurde dreimal verkauft. Der letzte Besitzer, das war 2015, hat das gekauft. Der heißt Herr Brunner. Also so nicht Herr Brunner? Genau, der heißt Herr Brunner und der hat sich 2018 bei mir gemeldet und von der ersten Begegnung an hat er versucht, mich auszutricksen und mich zu vertreiben. Wo ich das durchschaut habe, um was es geht, habe ich mich zu wehren begonnen. Habe dann ganz klar, dass Spekulation, in Deutschland ist es gang und gäbe, in München ganz speziell, dass Immobilien relativ schnell wechseln und jedes Mal der Mehrwert zählt, sonst nichts. Also da spielt Kultur, spielt Kunst keine Rolle mehr, das wird in die Mülltonne getreten, wenn der Mehrwert der Immobilie dadurch gefährdet werden könnte. Oft ist ja ganz umgekehrt, dass die Künstler für die Zwischennutzung genommen werden, um die Immobilie aufzupeppen. Genau. Und wenn sie dann da ist, dann werden sie auch entsorgt. Aber dieser Streit ist ja dann kulminiert und ist auch mit Gegenstand geworden einer der großen Demonstrationen gegen Mietwucher in Berlin. Und da bist du ja auch aufgetreten, ich glaube vor 20.000 Leuten mit einer Rede. Richtig. Ja? Also eigentlich eine Performance, die aber sehr stark natürlich politischen, sozialpolitischen Anspruch hatte. Richtig, es hat ganz einfach angefangen, der Besitzer, der neue Besitzer, nachdem ich mich geweigert habe rauszugehen, hat er Strom, Wasser, Heizung abstellen lassen. Ich habe aber auch eine Wohnung drin und mein Atelier. Er hat einstweilige Verfügung gekriegt, hat die nicht beachtet, hat dann das ganze Atelier verrammeln lassen, Eisentraverse, die Türen mit Schalltafeln und alle Fenster. Vernageln lassen, dann habe ich die zweite einstweilige Verfügung gekriegt, dass das sofort wieder zu entfernen ist von dem Eigentümer. Der hat dann nicht Folge geleistet, dann wurde das von Gerichtsvollziehern
entfernt, also die Verbarrikadierung, auf Anweisung des Gerichtes. Dann hat es eine Eigendynamik angenommen. Plötzlich stand an der Türe, auf der ein großes Kunstwerk ist, das er auch beschädigt hat von einem anderen Künstler, stand da jede Nacht so nicht Herr Brunner von Graffiti-Leuten draufgeschrieben. Mhm. Der Satz kommt zwar von mir, weil wir es mal in einem Text oder in einem Mail gegenüber dem Herrn Brunner erwähnt haben, dass es so nicht geht, so nicht Herr Brunner. Dann sind plötzlich, es hat sich aufgeschaukelt, eine Dynamik entwickelt, die ich nur noch kontrollieren und leiten konnte, aber fast nichts dazu beigetragen habe, außer den Satz, so nicht Herr Brunner. Mhm. Der wurde dann jeden Tag hingesprüht, bla bla bla. Dann sind in München plötzlich 10.000 Sticker aufgetaucht, überall, wo der Satz drauf stand, so nicht Herr Brunner, mit QR-Code, Verweis auf die Presse, aufs Fernsehen und so weiter. Dann hat Berlin davon Wind gekriegt. In Berlin war die größte Mietendemo gegen Vertreibung und so weiter, gegen die grausame Kommerzialisierung. Liebe Freunde, Sympathisanten und Mitstreiter. So nicht, Herr Brunner. War angekündigt, die haben mitgekriegt, dass ich in München so ein Ding erlaufen hatte, so nicht, Herr Brunner, haben mich gebeten, als Redner dahin zu gehen. Ich habe dann vor 20.000 Leuten geredet, was aber nur ein Zufallsprodukt war, da das ja ein Riesenumzug war vom Alexanderplatz zur Siegessäule. Das sind allein schon 3 Stunden Marsch. Da gab es natürlich auch Wagen, wie bei der Love Parade. Das ist uns dann Künstlerwagen gestaltet. Und ich wurde dann gebeten, es gibt keine Kulturvertretung, ob ich den Wagen für Kunst und Kultur für Deutschland mache. Ja. Dann habe ich einen 40-Tonner ausgestattet, auf dem eine 30.000 Watt Anlage war, und habe noch einen Großmeister in der deutschen Kunst, und zwar der Elektronikkunst. Ja. DJ Hell eingeladen. Der hat die 30.000 Watt Anlage auf dem Umzug bedient, danach die Rede gehalten, und es hat eine Eigendynamik entwickelt, dass das am Abend in allen Nachrichtensendern Deutschlands lief. So nicht Herr Brunner, inklusive Interviewrede und Interviews. Danach hat sich das weiter aufgespielt, da ist es in München dann auch richtig dick geworden. Mittlerweile ist die Stadt dahinter und wir können wahrscheinlich das Atelier retten, indem ich selber zurzeit nicht arbeite, aber ich bin ein Mensch, der sehr viel auf Reisen ist, aufgrund meines Berufes auch. Und da ich in Neapel und demnächst in Namibia auch arbeiten und leben werde, habe in der Zwischenzeit immer junge Künstler reingelassen, die dort arbeiten, also Artist in Residence. Die am meisten auch Arbeiten hinterlassen. Und jetzt habe ich eine ukrainische Künstlerin mit ihrem Sohn, die flüchten musste, dort reingesetzt. Jetzt soll der Herr Brunner mal probieren, die loszuwerden. Aber zur sozialen Skulptur, das ist ja etwas, du hast, glaube ich, auch in diesem Katalog so eine Art Manifest der sozialen Skulptur verfasst. Und das ist ja etwas, was eigentlich sehr vielen Arbeiten von dir immanent ist. Wenn man an die Aktion denkt, zum Beispiel auf der Documenta, wo Jan Hut dich eingeladen hat, da gab es ja noch den Hund, den Hund Hitler. Und das war ja auch in gewisser Weise eine soziale Skulptur. Ja? Und es gibt andere Arbeiten, eine, wo du das Publikum eingeladen hast, dich mit Pfeilen zu beschießen. Ja? Und wer das gemacht hat, der hat auch ein Geld bekommen dafür. So ist es. Ja? All diesen Projekten ist auch ein Moment der Provokation inne. Ja? Ein Moment sozusagen des Skandals. Braucht Kunst das? Und ist es notwendig, um auch in der Kunst sozusagen soziale Wirkung zu, mit Kunst soziale Wirkung zu entfalten? Wenn alles mit allem miteinander zu tun hat, wie Luhmann das in seiner Chaos-Theorie gesagt hat, dann ist auch Kunst ein Bestandteil des Lebens. Also es ist gestaltet mit an unserer Gesellschaft. Das war immer ein Ansatz von mir. Also dass ich nicht will, dass man wie ins Museum geht, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, sondern dass es dich
berühren muss. Am besten ist, wenn es da Ohrfeige gibt. Natürlich kann das auch, bin ich der Meinung, dass Kunst auch subtil sein kann, aber in meiner Arbeit hat sozusagen das Element Provokation immer Rolle gespielt. Wobei, du hast dich manchmal auch selbst unter Anführungszeichen geohrfeigt. Also es gibt auch so eine Aggression, so eine Autoregression in vielen dieser Arbeiten. Ich erinnere mich in Innsbruck, wo du vor Publikum gegen die Wand gelaufen bist in dieser Ausstellung, bis der Kopf blutig war und die Reaktionen des Publikums natürlich Teil dieser Aktion waren. Und da gab es zum Teil durchaus ablehnende Reaktionen, nicht im Publikum selbst. Das ist eigentlich immer vorgekommen. Mhm. Also jene, die sich solidarisiert haben, die die Idee verstanden haben und dann sozusagen ausweichen wollten. Mhm. Also was meine Arbeiten in der Phase, wo ich Interaktivität ganz bewusst angesteuert habe, in der Performance-Phase von mir, in der Epoche, war es ganz wichtig, dass das Werk immer auf den Rezipienten abzielt und dass er dadurch Bestandteil des Werkes wird, also weil er Haltung dazu einnehmen muss. Und die waren ganz unterschiedlich, von der kompletten Ablehnung, also des Widerstands, wir wollen den retten, der darf sie nicht verletzen, bis... Zum Beispiel bei der Geschichte in Innsbruck, da waren sehr viele junge Menschen, auch da waren 500 Leute. Mhm. Und ich habe da gehört, wo ich das Stück gemacht habe, dass die jungen Leute, so aber gebildete Leute, Architekturstudenten und so weiter, miteinander Wetten abgeschlossen haben, in welcher Runde ich in die Knie gehe und um ein paar Bier. Also die Formen der Bandbreite der Reaktionen hat es immer ausgelöst, wogegen ich nichts habe. Mhm. Ich liefere als Künstler nichts anderes als ein Bild. Du hast ja auch hier, glaube ich, im Rahmen dieser sozialen Skulptur, nämlich so nicht, Herr Brunner, kommt ja auch ein Satz von dir vor, der heißt Mut tut gut. Mut tut gut ist ein Lebensmotto von mich. Das ist schon ganz früh, nicht umsonst ist es da auch tätowiert. Es ist am Körper, ja. Wer sein Leben nicht riskiert, wird es nicht gewinnen. Der wird mit im Fluss schwimmen. Und der Fluss trägt ihn hin, wo er vielleicht gar keine Möglichkeit hat, irgendwo mal ins Ufer zu kommen. Aber es geht ja beim Schwimmen zunächst mal über Wasser zu bleiben. Wir haben hier hinter uns eine, glaube ich, auch zentrale Arbeit von dir. Und da sind wir auch bei der Frage, oder bei dem Punkt, nämlich dass Arbeiten von dir ja nicht alle jetzt körperbezogen und selbstverletzend sind, sondern es gibt auch Arbeiten, die sehr, sehr subtil auch mit dem Kunstsystem spielen. Und das ist diese Arbeit hier hinter uns. Sind, glaube ich, die Farben der deutschen Flagge. Aber vielleicht könntest du da etwas dazu sagen, weil das hat sich ja dann in Kunstmagazinen niedergeschlagen. Die Arbeit heißt The Golden Mastercard. Ist analog entstanden, damals gab es noch keine Computer, die Arbeit ist 1990 entstanden, 1989 ist in Deutschland die Mauer gefallen und ich habe die Arbeit gemacht und es ist nichts anderes als die deutsche Flagge, schwarz, rot, gelb oder Gold. Es gab in den 80er Jahren eine These, die besagt, ein Kunstwerk ist nur existent, wenn es in einer internationalen Kunstzeitschrift veröffentlicht ist. Und in Kunstzeitschriften kommst du in der Regel nur, wenn du Review hast. Und ein Review kriegst du bei großen internationalen Kunstzeitschriften in der Regel, wenn dein Galerist davor eine Annonce geschaltet oder versprochen hat, eine zu schalten. Ich habe das System unterlaufen, indem ich in den 5 wichtigsten Kunstzeitschriften der Welt im Jahre 1991 jeweils eine Seite gekauft habe. Die Kunstzeitschriften Amerika, Art Forum, England, Art Scribe, Italien, Flash Art, Frankreich, Gallery Magazines und in Deutschland Kunstforum International. Da habe ich jene Seite gekauft, die Arbeit dargestellt und unten den Titel der Arbeit und verwiesen, dass es in 4 anderen Kunstzeitschriften gleichzeitig ist. Und dann habe ich es auch so geschaltet, die Kunstzeitschriften kommen einmal im Jahr alle gleichzeitig raus. Das ist die Sommerausgabe, die immer 2 Monate ist und die kommt immer zum Höhepunkt des Kunstmarktes der Art Basel raus. Da habe ich das geschaltet. Das Ding hat natürlich eingeschlagen. Und die haben noch mitgemacht?
Die haben mitgemacht, dass sie eigentlich dadurch letztlich kritisiert werden, beziehungsweise genau, das ganze System hinterfragt wird. Praktiken, ja, das sich einkaufen können, in Frage stellt. Es ist dann auch ein ganz witziger Vorfall gewesen, dass Artform, die größte Kunstzeitschrift, die es auf der Welt, oder die einflussreichste vielleicht, gibt dir, da hat mir der Chefredakteur dann zurückgeschrieben und hat geschrieben, dass sie in der Redaktion sehr lange drüber diskutiert haben, ob sie die Arbeit überhaupt veröffentlichen, weil sie sie als rassistisch gesehen haben. Quasi Blackfacing. Ja. Was es damals noch gar nicht gab, also was in nicht, meiner ja. Idee auch gar nicht vorhanden war für mich, das war geschminkt und passte die Deutschlandflagge. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, dass ich schon verstehen kann, dass er vielleicht die deutsche Flagge nicht gelesen hat, weil er wahrscheinlich gar nicht weiß, dass die Deutschlandfarben sind. Weil die meisten Amerikaner wissen nicht, wenn man sie fragt, was sind die amerikanischen Nationalfarben, dann sagen sie, Stripes and Banner. Aber es ist blau, rot, weiß ist die der Nationalfarbe. Daraufhin hat mir der Chefredakteur von Artform wieder zurückgeschrieben, aha, jetzt sieht das ganz anders, und die haben mir dann angeboten, ein Jahr lang kostenloser Seite im Artform zu meiner Seite. Die hat damals $25,000 gekostet, 91. Ich habe es aber abgelehnt, weil sie mich dann mit meinem eigenen System, ich habe ihr System unterlaufen. Sie hätten mich wieder unterlaufen und gekauft, darum habe ich es nicht gemacht. Aber das ist eine Schlüsselarbeit in den Vorgangsweise, in der Strategie meiner Arbeit. Du bist ja immer wieder nicht nur heftig kritisiert worden, skandalisiert worden, maßgeblich natürlich von eher konservativer Seite. Wenn man aber die Arbeit, deine Arbeit anschaut, würdest du heute wahrscheinlich im Rahmen der gesamten Political Correctness Diskussion, Wokismus und was wir alles haben, wahrscheinlich auch von alternativer und linker Seite kritisiert werden. Wie stehst du überhaupt zu diesem Phänomen, und wie sehr kann da ein Künstler wie Flatz überhaupt noch arbeiten? Ich glaube, weil ich habe neulich eine sehr interessante Begegnung gehabt, war ein Kunsthistoriker aus Hamburg da. Ein junger 42-jähriger ausgebildeter Kunsthistoriker mit Dissertation, bla bla bla, schreibt gerade seine Habil. Der war bei mir, dann hat sich der meine Performances angeschaut. Ich habe 50 in meinem Leben vielleicht gemacht. Und dann blättert er das durch und sagt, da ist ja jedes eine Bombe. Und dann sage ich, aha. Und sagt er, warum wissen wir das nicht? Er ist Kunsthistoriker. Und sagt er, warum kennen wir nur die Hits von dir? Die Stahlglocke, den Wurfpfeil, das Innsbruck-Stück. Und sage ich, das weiß doch ich nicht. Ich habe immer Kunst gemacht. Mich hat das Kunstsystem und der Kunstbetrieb nicht interessiert. Ich habe immer Kunst gemacht. Natürlich kenne ich die Mechanismen. Dann kam er am nächsten Tag nochmal. Er war nur 3 Tage von Hamburg aus da. Und dann sagt er, er hat die ganze Nacht darüber nachgedacht, er möchte sich entschuldigen, warum Sie als junge Kunsthistoriker das nicht wahrgenommen haben. Und dann sagt er, er hat aber die ganze Nacht auch darüber nachgedacht, warum. Und dann hat er einen wunderschönen Satz gesagt und sagt er, Sie sind die letzten 30 Jahre immer unterm Radar geflogen. Darum haben wir Sie nicht wahrgenommen. Sie waren nicht im offiziellen Kunstbetrieb, also es heißt, nicht in Galerien vertreten, also auch nicht am Markt. Darum haben wir sie nicht wahrgenommen, weil die Informationssysteme des klassischen Kunstbetriebs immer noch der Galerist, der Händler, der Kurator und bestenfalls das Museum ist. Auf der anderen Seite wurden deine Arbeiten, und jetzt bin ich wieder bei der sozialen Plastik, sehr wohl gesellschaftlich, medial extrem wahrgenommen. Ich kenne kaum einen Künstler, der so viele große Artikel in Zeitungen, in Magazinen hatte, jetzt außerhalb der engen Kunstwelt und Kunstszene und den Kunstmagazinen, wie du es je hattest. Ist es auch Teil der Strategie? Das war eigentlich aus einer Not herausgeboren. Als ich als junger Künstler angefangen habe, bin ich eigentlich von fast allen Kunsthistorikern abgelehnt worden. Da hieß immer, der Flatz ist zu direkt, der Flatz ist zu plakativ, der Flatz ist zu aggressiv, der Flatz scheißt sie nichts, er hat keine Form. Ich habe in allen Bereichen gearbeitet. Darüber kann ich auch noch reden, wo meine Haltung herkommt. Die ist ja eher in der Renaissance verortet und nicht im zeitgenössischen Kunstmarktstrategien, die besagen, dass du als Künstler
eine Marke kreieren musst und die so lange penetrieren, bis sie jeder kennt, dann bist du oder bis im Markt propagiert wurde, dass du gesettelt bist. Das hat mich nie interessiert. Hast du ja auch immer gebrochen, indem du als Musiker warst, Schauspieler warst, Bühnenbildner, also in ganz unterschiedlichen Bereichen auch aufgetreten. Für mich gab es in meiner eigenen Entwicklung als junger Künstler drei ganz wichtige Künstler, die, würde ich sagen, für mich Vorbildstrategien hatten. Angefangen von Leonardo da Vinci, also die Renaissance, der den Versuch oder der es gemacht hat, in allen Bereichen zu arbeiten. Von der Medizin über Waffenbau, Architektur, Skulpturmalerei, hat er sozusagen den Versuch gemacht, seine Zeit, seine Gesellschaft in eine Form und in eine Sprache zu bringen. Das hat mich interessiert, das gesamtheitliche auch, ne? Denken. Ja. Darum gibt es bei mir eben nicht die Malerei oder die Videos, sondern jede Arbeit von mir basiert auf einer Idee und die Idee sucht sich das Medium, wenn ich die Idee für so tragfähig halte, dass ich sie realisieren möchte. Das ist das eine. Also Da Vinci, dann war für mich Goya ein ganz wichtiger Künstler. Goya hat, was mich an Goya interessierte, dass er Doppelleben geführt hat. Einerseits war er Hofmaler, hat sozusagen die Führenden oder die Mächtigen porträtiert. Und bedient. Und bedient, aber parallel dazu hat er das aufgenommen, was in der Gesellschaft war, die Bürgerkriege, die Vernichtung der Unterschicht und so weiter. Das hat mich interessiert, dass er gleichzeitig beides tun konnte. Das Abbild der herrschenden Klasse und das Abbild der geschundenen Klasse. Und die aber auch subversiv unterlaufen hat. Richtig. Ja? Richtig, absolut. Und der dritte war für mich Bruce Naumann, wo ich ganz jung drauf gestoßen bin, auf eine Arbeit, die habe ich in meinem Museum gesehen, die hieß Concrete Tape Recorder Piece. Man kann die Arbeit sehr einfach beschreiben. Das war ein Betonklotz von einem Meter auf einen Meter mal 40 Zentimeter hoch und ein Kabel ging raus in die Steckdose. Und zunächst denkst du, was soll der Betonklotz mit einem elektrischen Kabel? Bist du, wenn du den Kontext begriffen hast, er hatte damals auf einem Kassettenrekorder einen menschlichen Schrei als Loop aufgenommen und hat den Kassettenrekorder, den laufenden Kassettenrekorder mit dem menschlichen Schrei in Beton eingegossen. Also ich brauche nichts dazu sagen. Und nur das Kabel erinnert eigentlich daran, was als Hidden zu verstehen ist. Ein Hidden Projekt interessiert, oder mich interessiert an jedem Kunstwerk und ist auch dein Anspruch an meine eigene Arbeit. Sie muss vielschichtig sein. Ja, apropos Vielschichtigkeit, Renaissance, wenn man jetzt sich hier umblickt, wir sind auf der Terrasse eines Industriegebäudes, wo du im Grunde ein Werk realisiert hast, das ich mit Gesamtkunstwerk verbinden würde, wo all deine Facetten sozusagen zusammenlaufen. Ist das so etwas wie, bei Architekten nennt man das Signaturwerk, wo sich sozusagen all das, was für deine Haltung, deine Arbeit steht, verdichtet? Ja, man könnte schon sagen, dass in dem Werk so meine Grundhaltung und alles, was dahinter ist, kulminiert. Aber auf einer ganz einfachen, Ebene wie in der Renaissance. Seit der Renaissance gilt eigentlich der Begriff, oder sag mal, in der Renaissance haben die Gärten im Barockgarten angefangen und der Garten war immer das Abbild des Menschen in seinem Verhältnis zur Natur. Bis heute. Und das ist das, was mir im Garten interessiert hat, dass es eine organische Skulptur ist, die du pflegen musst, mit der du mitgehen musst, wie mit den Jahreszeiten, weil es eben sich um Pflanzen und so weiter handelt. Und weil da sozusagen aus meiner Sicht alles verdichtet ist, was unser Umgang, unser gesellschaftlicher Umgang mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und auch im Verhältnis zur Natur, das heute aktueller denn je ist mit dem Klimawandel. Aber gibt es noch einen Traum, den du realisieren möchtest? Gibt es ein Projekt, an dem du gerade dran bist, das vielleicht auch dir besonders Spaß macht? Beziehungsweise? Ja, als Künstler gehst du nicht in Pension. Ich bin heute ein alter Mann, 70. Aber wenn ich immer gefragt werde, wenn mein Sohn mich fragt, dann sage ich immer,
Du, von meiner Lebensweisheit, von meiner Lebenserfahrung bin ich 100-jährig. Numerisch bin ich 70, aber auch gefühlsmäßig bin ich 50. Aber Traum, mein nächstes Projekt ist Traum und Geburtstag fallen da, glaube ich, irgendwie zusammen. So ist es, so ist es. Aber mein nächstes richtig großes Projekt ist, wird vielleicht mein letztes lebenserfüllendes sein, mit kleinen Unterkategorien. Das wird in Namibia sein. Namibia ist ein sehr junges Land, ist eigentlich von den Deutschen unterjocht, aber heute auch geleitet, geführt worden. Und da es ein sehr junges Land ist, ich werde in Namibia ab diesem Herbst die erste Akademie für bildende Kunst, die es in Namibia gibt, und das erste Museum, zeitgenössische Museum, gründen. Was natürlich wahnsinnig ist, wenn du in einem Land, das erst 30 Jahre freies, eigenständiges, demokratisch gewähltes Land ist, an der Gestaltung einer Gesellschaft mitarbeiten kannst. Wolfgang Flatz, danke fürs Gespräch. Ich danke ebenso.